Jo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge rund um den Komplettlösungsguide zu Final Fantasy VII Rebirth. Wir sind im Kapitel Nummer 4 angekommen. Das bedeutet, wir befinden uns jetzt hier in der Yunnan-Region. Wir schauen uns das Ganze hier kurz mal auf der Map an. Wir sind jetzt hier direkt an diesem Punkt ins Kapitel hineingesprungen. Also das ist wirklich hier ganz frisch. Du wirst hier als erstes das Kapitel betreten. Und du siehst, hier gibt es noch keine großartigen Aufträge. Rund um die Story ist jetzt hier noch nichts irgendwie weiter notiert. Und einfach nur zur Orientierung, dass du weißt, dass wir wirklich hier ganz am Anfang sind. Ja, lass gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich mega freuen für Support an der Stelle natürlich, wenn du hier den Guide nützlich findest. Und ansonsten schreib auch gerne mal in die Kommentare, falls dir vielleicht irgendwie an irgendeiner Stelle noch was fehlen sollte. Wir machen uns in Richtung von der Hauptmission, aber wir werden nicht bis zu diesem blauen Punkt gehen, denn wir biegen hier an dieser Stelle, kurz wenn wir die Straße hier nach unten gegangen sind, direkt auch schon mal rechts ab, denn hier gibt es eine Möglichkeit, eine Trophäe zu holen. Das habe ich im Kapitel 2 in der Graslandregion so nicht nochmal explizit erwähnt, aber du kannst, wenn du dann zum Beispiel hier so ein Schatzversteck wirklich mal abschließt und dann alle Schätze, in dem Fall sind es jetzt hier 2 Truhen, dann auch gefunden hast, dann kannst du dafür nochmal eine Trophy bekommen. Ich wollte es hier an der Stelle einfach nur erwähnt haben, damit es natürlich alles im Guide auch drin ist. Als nächstes machst du dich dann hier von diesem Schatzversteck auf den Weg zum ersten Funkturm. Und an der Stelle direkt auch der Hinweis, natürlich bei der Begegnung mit den einzelnen Gegnern, achte immer darauf, dass du natürlich mit Cloud auch die Gegner analysierst. Das bedeutet, du musst unter Umständen den Materia-Analysestein natürlich auch ausstatten. Und das ist super wichtig, dass du natürlich später im Kampfsimulator von Chatley, dass du da auch wirklich alle Herausforderungen, alle Kampfsimulationen da noch angehen kannst. Denn ich meine, es sind insgesamt 10 spezielle Gegnertypen, die du gescannt haben musst oder analysiert haben musst, damit du dann auch wirklich diese eine spezielle Herausforderung dann noch abschließen kannst. Wir gehen das später nochmal in der Liste durch, aber jetzt erstmal nur schon direkt am Anfang, wenn du hier die einzelnen Funktürme oder diese einzelnen Regionalpunkte dann freilegst, dass du siehst, wie hier jetzt gerade eben, dass du auch jeweils dann immer die Gegner analysierst. Ja, wenn du das jetzt gemacht hast hier beim ersten Funkturm, dann legst du den natürlich auch frei. Du bekommst dann hier in der Region natürlich auch weitere Point of Interests angezeigt. Und hier sollte man dann schauen, dass man sich jetzt noch gar nicht auf dem Weg zu diesem nächsten Funkturm hier unten macht, sondern dann erstmal hier links auf der Map, das was wir gerade freigelegt haben, dass wir dort an diesen Chocobo-Hotspot gehen und da uns natürlich dann auch einen Chocobo holen, denn wir haben am Anfang in der Region unseren Chocobo aus der Graslandregion noch nicht. Hier siehst du dann, hier gibt es diese Fangversuchregion und hier kannst du dann einen Berg-Chocobo bekommen, das ist in dem Fall Bell. Und ich habe das jetzt hier mal komplett mit drin gelassen, aber gleich an den Punkten, an denen es etwas länger dauert, dann ein bisschen beschleunigt im Video. Einfach nur, damit du wirklich auch siehst, wie du hier Bell bekommen kannst, falls das für den einen oder anderen irgendwie ein Problem darstellen sollte. Falls du natürlich jetzt sagst, ey, ist total easy für mich gewesen, skip einfach im Video an den nächsten Timelink. Generell, das Video ist natürlich immer mit Timelinks versehen. So kannst du dich an die einzelnen Punkte hier im Video, kannst du springen, kannst du rüber switchen, um natürlich dann zu sehen, wie geht's weiter. Oder aber du sagst, hey, ich möchte jetzt nur wissen, wie bekomme ich vielleicht diese Trophäe oder vielleicht, ja, wie kann ich das ein oder andere noch machen? Vielleicht auch beim Mogri-Unterschlupf, wo finde ich den oder wo finde ich jetzt vielleicht noch das, besondere Kampfareal oder so. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findest du die ganzen Timelinks dazu. Wir haben jetzt hier an der Stelle das Ganze ein bisschen überbrückt, bis ich den Schalter da gefunden habe und diese Zugmaschinen in Bewegung gesetzt habe. Wir müssen nämlich die nutzen, um uns dahinter zu verstecken. Steine lenken die Chocobos nämlich hier nicht wirklich ab. Hier gibt es dann einen Kontrollpunkt zwischendrin, da gibt es auch nochmal einen zweiten Schalter. Und den müssen wir jetzt einmal umlegen, damit die zweite Zugmaschine von da unten jetzt quasi zu uns fährt. Und wenn sie dann hier oben angekommen ist, dann müssen wir als nächstes hier wieder den Schalter umlegen und dann können wir die Maschine nutzen und uns auch da hinter den Chocobos verstecken. Als nächstes gibt es dann hier hinten ein bisschen speziellere Situation. Du kriegst hier nochmal Steine, aber Steine brauchst du an sich überhaupt nicht. Ich habe das am Anfang auch erst nicht gesehen, wo wir da genau hin müssen, habe aber schon vermutet, ah okay, da hinten ist irgendwie ein Schalter. Und möglicherweise müssen wir die Steine dafür nutzen, um den Schalter abzuwerfen und gar nicht die Chocobos irgendwie weglocken, weil wie gesagt, das funktioniert ja sowieso nicht. Und deshalb
Jetzt hier habe ich das einmal probiert, nur um herauszufinden, um auf Nummer sicher zu gehen, ob einer der Chocobos vielleicht darauf reagiert. Aber wie erwähnt, die juckt das keinen Meter. Und deshalb müssen wir dann die Steine dafür nutzen, dass wir dort hinten auf den Schalter werfen. Und dann bewegt sich auch hier die dritte Zugmaschine oder versetzt sich in Bewegung. Und dann können wir das wieder als Deckung nutzen und können uns dann auf den Weg machen, Bell gleich freizuschalten. Das war jetzt im Prinzip so die größte Herausforderung. Hier muss man jetzt einfach nur hinter diesem Teil bleiben, sich dahinter verstecken, die Deckung nutzen. Und jetzt hier muss man gleich ein bisschen die Seite wechseln. Du siehst, da hat uns ein Chocobo schon ein bisschen entdeckt. Aber das macht überhaupt nichts. Wir nutzen das Ganze, gehen hier auf die andere Seite und dann passt das auf jeden Fall. Ja, und auf dem Weg bekommst du Bell und das ist halt super wichtig, dass du das schon direkt am Anfang machst, denn das Berg-Chocobo, das werden wir hier brauchen, damit wir natürlich auch die ganzen einzelnen Gebiete innerhalb der Junon-Region auch wirklich betreten können, denn ansonsten sind manche Point of Interest einfach nicht erreichbar. Und das solltest du einfach direkt am Anfang machen, damit du da natürlich auch schon mal abgesichert bist und dann keine Probleme hast, hier weiter durch den Guide zu finden. Ja, damit sind wir, wie gesagt, jetzt hier an der Stelle mit Bell erstmal fertig. Wir haben den Chocobo bekommen und machen uns dann jetzt gleich auf den Weg an die Chocobo-Farm, die sich hier ganz in der Nähe befindet. Du siehst jetzt hier gibt es natürlich auch nochmal den Regionalfortschritt hier für die Junon-Region. Hier siehst du, wir haben dann den zweiten Punkt nach dem Turm da abgeschlossen. Und als nächstes bewegen wir uns hier unten an diesen Punkt. Da ist nämlich die Chocobo-Farm von, jetzt muss ich kurz schauen, wo habe ich mir das notiert? Ich glaube, von Gabe war das, ja genau. Und da können wir nämlich dann als nächstes hier zum Beispiel nochmal in einen Chocobo laden. Und das habe ich in der Graslandregion jetzt nicht nochmal genauso erwähnt gehabt, aber du kannst natürlich auch hier in den Chocobo-Läden dir das ein oder andere Accessoire dann noch für Bell zum Beispiel kaufen. Und dafür brauchst du natürlich dann aber auch wieder entsprechende Ressourcen. In dem Fall sind das hier dann so ein paar Goldfedern. Und die bekommst du ja, wenn du diese Schnellreisepunkte, diese Haltestellen, Chocobo-Haltestellen freilegst. Ja, hier kannst du das natürlich jetzt mitnehmen, wenn du Bock hast. Ist jetzt kein Sammelobjekt, was du unbedingt brauchst. Was aber super wichtig ist bei Gabe's Farm, dass du hier dieses Sidequest absolvierst. Und das ist jetzt hier noch ein Fragezeichen. Aber wir gehen jetzt hier direkt hier oben zu Gabe und reden kurz mit ihm und dann können wir nämlich uns hier dieses Sidequest Ausweg aus der Misere freischalten und das führt uns im nächsten Step dann hier oben zum Wagenbauer. Das ist der nächste NPC, den suchst du dann auf und dann kommst du halt nur hin, wenn du den Berg Chocobo hast, ansonsten kannst du das gar nicht erreichen. Hier nochmal kurz zur Übersicht, du siehst, da ist noch nicht wirklich viel passiert. Innerhalb ja, dieses Gesprächs mit dem Wagenbauer bekommst du dann hier die Notiz von ihm. Und das ist ein Schlüsselobjekt, das du brauchst, um jetzt drei bestimmte Punkte aufzusuchen. Du bekommst hier so eine Karte dafür. Und diese drei Punkte, da befinden sich jeweils Holzstücke, die du halt brauchst, um dem Wagenbauer etwas herstellen zu lassen, was du wiederum brauchst für Gabe, um die Sidequest abzuschließen. Das alles machen wir deshalb, weil wenn du diesen Wagen von Gabe dann später fertiggestellt hast, dann hast du die Möglichkeit, nämlich per Schnellreise wieder zurück in die Graslandregion zu kommen. Und das ist doch schon super wichtig. Ja, hier können wir jetzt, oder hier haben wir jetzt die Möglichkeit, uns erstmal das erste Sammelobjekt, also dieses Holzteil zu holen. Und auch hier müssen wir das Ganze natürlich wieder mit dem Chocobo angehen und müssen hier erstmal die Fährte wittern, müssen erstmal den Geruch aufnehmen. Und dann können wir hier hinten dann in der Ecke gleich suchen. Manchmal muss man es zwei, dreimal machen, bis der Punkt sich wirklich so freilegen lässt. Und dann hier einfach nur suchen und dann haben wir da auch das erste Teil. Das nächste Teil, was wir uns dann holen, das befindet sich auch ganz in der Nähe. Du wirst es gleich sehen und zwar auf der Map ist die Location hier unten. Und wir sind jetzt hier im Prinzip noch auf diesem Straßenzug, auf dem wir gerade eben uns schon Richtung Baustelle da oben bewegt haben. Und ja, wie gesagt, dieser Wagen, den wir dann herstellen oder fertigstellen lassen rund um Gabe und seine Chocobos, der ist halt schon wichtig, weil dadurch haben wir die Möglichkeit einfach nochmal zurück in die Graslandregion zu kommen, falls wir das wollen. Unbedingt notwendig jetzt für das Kapitel hier ist es allerdings nicht. Aber du hast dadurch auf jeden Fall die Möglichkeit und du hast natürlich auch direkt hier am Anfang schon mal eine super wichtige Sidequest auch abgeschlossen. Hier haben wir dann das zweite Teil, auch das nehmen wir natürlich mit, deshalb sind wir ja hier unten in der Ecke unterwegs
Und das dritte Teil, das befindet sich dann hier auch ganz in der Nähe. Dafür rufen wir uns auch hier wieder die Karte auf. Und du siehst hier, das ist direkt hier unten an der Küste sozusagen. Und damit ist hier wirklich alles in der Nähe vom ersten Funkturm, von Gabe's Farm, von den Chocobos und von dem Punkt, in dem wir dieses Kapitel ja auch betreten haben. Also von daher relativ easy zu machen. Und da wirst du auch relativ schnell einen Erfolg haben, hier weiter in dem Kapitel voranzugehen, beziehungsweise in der Region. Hier das dritte Teil natürlich auch, was wir mitnehmen müssen. Auch hier mussten wir zweimal schnuppern, weil wir es nicht direkt gefunden haben. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ja, ist ja relativ easy, den Kram dazu bekommen. Ja, als nächstes muss man dann nur wieder zurück zum Wagenbauer. Wenn man bei dem dann nochmal war, dann geht es wieder zurück zu Gabe anschließend. Und danach hat man dann im Prinzip hier an der Farm von Gabe dann auch die Sidequest abgeschlossen. Und man bekommt hier auch nochmal einen Reif, das ist natürlich super wichtig. Reif der Königin, das ist ein weiteres wichtiges Objekt, was wir natürlich im Rahmen von dieser ganzen Geschichte bekommen haben. Und wir haben jetzt hier auch die Möglichkeit natürlich, die Schnellreise zur Graslandregion anzutreten. Von daher hat sich das wirklich gelohnt. Du hast einen Ausrüstungsgegenstand bekommen und du hast hier den Auftrag abgeschlossen und kannst wieder zurück in ein anderes Gebiet. Im nächsten Step empfehle ich dir jetzt erstmal, die ganzen Funktürme freizulegen, alle Kampfplätze freizulegen, natürlich auch die ein oder andere Analyse, Esper-Kristalle und so weiter, das alles hinter dich zu bringen. Also diese ganzen Point of Interest, die du freilegst durch die einzelnen Funktürme. Und das solltest du auf jeden Fall machen. Dafür brauchst du jetzt keinen Guide von mir an der Stelle, denn diese Punkte legen sich alle nach und nach frei, gerade am Anfang. Und wie gesagt, es ist nur wichtig, es kommen manchmal ein paar Punkte dazu, wie zum Beispiel hier dieser geheime Kampfplatz. Da gibt es dann nochmal eine spezielle Herausforderung. Und das solltest du erstmal wirklich alles ganz in Ruhe angehen und erstmal komplett nur dieses Gebiet bearbeiten und dich gar nicht um die Hauptmission kümmern. Denn die ist hier in dem Teil erstmal völlig egal. Du bleibst wirklich nur komplett im rechten Teil der Map. Und wie gesagt, hier die Hauptstory rund um Priscillas Plan, dem folgst du erstmal überhaupt nicht, sondern du legst erstmal nach und nach ein paar Point of Interests frei und sorgst dafür, dass der regionale Analysefortschritt bzw. Berichtsfortschritt auf 100% kommt. Ein wichtiger Punkt auf deiner Reise sollte dann unter anderem hier die Location sein, an der du das Mogri-Haus antriffst. Hier gibt es auch wieder, genauso wieder in der Graslandregion, dann so eine kleine Jagd. Und hier hast du dann die Möglichkeit, auch ein paar wichtige Sammelgegenstände natürlich zu bekommen. Du siehst hier, gehen wir natürlich jetzt erstmal rein. Wir müssen hier auch, genauso wie gesagt, in Kapitel Nummer 2 auch hier so ein kleines Fangspiel erstmal hinter uns bringen, damit natürlich hier auch der Laden dann öffnet. Das machen wir hier. Und dafür bekommst du dann natürlich auch genauso wie beim Erkunden der Welt dann auch wieder hier Mogri-Medaillen. Und mit denen kannst du dir dann jetzt hier auch bei dem Händler natürlich wieder das ein oder andere holen. Und da solltest du auf jeden Fall schauen, dass du dir natürlich auch dann da den ganzen Stuff direkt mitnimmst, den es da braucht. Du siehst auch hier, wie in dem Moment hier der Fortschritt von meiner kompletten Region von Junon war. Da hast du das einfach nochmal als kurze Übersicht natürlich auch gesehen. Und ja, wie gesagt, hier gibt es dann zum Beispiel Materia Ohrring, präzise Abwehr. Das ist etwas, was du für 6 Mogri-Medaillen bekommst. Das solltest du definitiv mitnehmen. Dann gibt es hier Mysterium des Planeten, Band 2. Das ist auch etwas, das ist für Eris ganz wichtig, dass sie das hat natürlich. Das kann die Beziehung dann auch entsprechend natürlich verbessern. Und dann gibt es hier zum Beispiel auch noch Chronik. Ein weiteres Buch, das können wir uns jetzt hier nicht holen und dafür kannst du dann einfach hingehen und kannst natürlich hier dieses Fangspiel rund um die Mogri natürlich nochmal wiederholen. Ich empfehle dir hier einfach, mach das erste Spiel, das ist natürlich relativ easy und wenn du das dann 6-mal gemacht hast, dieses Schabernack-Spiel beziehungsweise ja diese Jagd, die sie da jedes Mal wollen, dann hast du natürlich hier auch die Möglichkeit, dir dieses weitere Sammelobjekte dann zu holen. Hier die Chronik des Roten Krieges, Band 1. Das nehmen auf jeden Fall mit. Das ist, wie gesagt, nochmal wichtig, dass du das einfach hier nochmal erwähnt bekommen hast. Und das solltest du auf jeden Fall angehen. Und dann sehen wir uns gleich am nächsten Point of Interest. Im nächsten Point of Interest, siehst du, sind wir relativ weit vorangeschritten. Wir sind jetzt hier beim regionalen Analysefortschritt fast komplett am Ende. Auch der Berichtsfortschritt für den Weltbericht von Chatley, dem fehlen nur noch 2 Punkte. Und einer dieser Punkte, das ist
die Feldforschung Nummer 4. Dafür sind wir hier oben ans Kreen Camp gereist, rund um die Junon-Region. Und ich habe das jetzt hier an der Stelle mal komplett mit drin gelassen. Zum einen, weil ich nicht kurz vorher vor dem Spot nochmal die Map aufgerufen hat. Und zum anderen siehst du dann auch hier genau, wie wir natürlich auch diesen Punkt erreichen. Wir müssen jetzt hier wieder mit dem Berg-Chocobo natürlich erstmal nach oben. Und da oben befindet sich dann der letzte, der vierte Punkt rund um die Feldforschung. Und das ist halt sehr wichtig, denn hier bekommen wir auch noch ein weiteres Sammelobjekt. Und zwar ist das die Protosubstanz des Oberst. Und die wollen wir natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist auch nochmal ganz besonders. Da gibt es auch nochmal eine besondere Zwischensequenz. Da gibt es auch nochmal eine Trophy dann dafür. Und das solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Und rund um die 100% für den Regionsfortschritt ist es natürlich sowieso auch wichtig. Ja, wir müssen natürlich jetzt hier einsteigen, aber hier gibt es einen kleinen Cut. Ich möchte hier nicht die Überraschung vorwegnehmen. Und hier an der Stelle bekommst du dann auch den Protosubstanz oder die Protosubstanz des Oberst. Und dann haben wir auch das an der Stelle abgeschlossen. Und hier siehst du, jetzt fehlt nur noch ein Punkt für den Weltbericht von Chatley. Und das bedeutet, das ist natürlich super wichtig, dass wir hier ordentlich vorankommen. Und hier siehst du auch nochmal das Sammelobjekt. Und die Trophäe ist uns. Relativ gegen Ende auf deinem Streifzug durch die Junon-Region wirst du dann hier die Ausgrabung Ruinen am Kap der Krater auch bekommen. Und hier gibt es dann als Belohnung, wenn du das Ganze abgeschlossen hast, 3 Synthese-Chips, und zwar Rüstungsmodifikation 3 und 4 und das Psycho-Amulett. Generell empfehle ich dir natürlich auch bei der Synthese auf deinem Weg, wenn du das ein oder andere eingesammelt hast, stell auch immer mal wieder etwas her, damit du natürlich auch Platz im Inventar schaffst und außerdem natürlich dann neue Gegenstände hast, die du mit Materia ausstatten kannst. Du wirst dann ganz am Ende 100% des Berichtsfortschritts von Chatley erreicht haben. Wir sehen das jetzt hier nochmal komplett in der Übersicht. Und am Ende siehst du dann auch bei Materia-Entwicklung, dass du natürlich hier zum Beispiel auch den Phönix dann als Beschwörer Materia noch freischalten kannst. Und dafür müssen wir natürlich als erstes wieder zurück zu Chatley, und er ist ja bei Gabe's Farm. Das war hier ganz am Anfang, wo wir unsere Reise mehr oder weniger gestartet haben. Das wirst du dann wahrscheinlich roundabout vor 10 Stunden ungefähr hier absolviert haben. Da wirst du hier angetroffen sein, denn relativ lang dauert das Ganze schon, um das hier alles freizuschalten. Aber das hält uns natürlich von nichts ab, und wir gehen dann hier zurück zu Chatley. Und mit ihm können wir natürlich dann auch erstmal hier bei der Materia-Entwicklung schauen, dass wir natürlich hier das ein oder andere noch mitnehmen. Hier haben wir zum Beispiel MP-Einsparung, Gewitter und Luft, Meister der Gegenstände, ATB-Schock. Das alles nehmen wir natürlich mit. Wir haben ja jetzt hier genug Junon-Daten gesammelt, sodass wir natürlich mit dieser Währung, die wir erhalten haben, auch hier uns diesen ganzen Stuff gönnen können. Außerdem solltest du vielleicht an dem ein oder anderen Verkaufsautomat auch nochmal vorbeischauen und einfach zu gucken, dass du da natürlich auch alle Ausrüstungsgegenstände hast. Aber viel wichtiger ist natürlich hier, dass wir jetzt hier den Kampfsimulator in der Version 3.15, also die neueste Version dann in dem Moment, dass wir den hier auch in den ganzen Herausforderungen abschließen, denn auch dafür gibt es wieder Preise, dafür gibt es wieder Materia, und das kannst du alles komplett auf 100% bringen. Empfehle ich dir auch, mach das. Und dann sollte das Ganze bei dir in etwa später so aussehen, dass du hier, wie gesagt, alles komplett mit einem grünen Haken versehen hast, sodass da nichts mehr großartig bei dir in irgendeiner Form offen ist. Ansonsten, ja, wie bereits erwähnt, geh auch gerne hier nochmal an den Verkaufsautomat, beziehungsweise schau hier einfach, ob dir vielleicht bei Chatley dann vielleicht das ein oder andere hier noch in der Materia-Entwicklung fehlt. Und ansonsten, wie gesagt, geh an den Verkaufsautomat, da gibt es auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. Da bekommst du nämlich auch unter anderem nochmal 2 Armreife. Wir schauen uns das Ganze hier nochmal an und sehen jetzt hier hinten zum Beispiel hier an den Accessoires, da gibt es nichts, aber hier gibt es zum Beispiel das Elferdunk-Reif-Teil, das solltest du mitnehmen. Für 2500, relativ teuer, kannst du mitnehmen, du musst es nicht unbedingt mitnehmen. Du kommst ja später auch nochmal hierhin zurück in die Region oder kannst später nochmal zurück. Ich habe es einfach nur gemacht, weil wir haben hier sowieso genug an Gil eingesammelt, sodass wir da auf jeden Fall nicht pleite gehen an der ganzen Geschichte. Und jetzt an dem Punkt geht es endlich mal in Richtung Story. Wir gehen jetzt in Unter-Junon in die Siedlung, und da befinden wir uns jetzt hier in der Region, wo es auch den Krämerladen gibt. Und hier kannst du natürlich jetzt auch erstmal dich um die Story grob kümmern. Allerdings empfehle ich dir, was jetzt hier von der Liste schon mal abgearbeitet ist, das haben wir einfach weg. Deshalb
Such am besten so früh wie möglich hier den Laden auf, denn hier gibt's noch ein weiteres Booster-Pack. Das bedeutet also nochmal 3 Karten für das Spiel Blut der Königin. Und hier bekommst du dann in dem Moment zum Beispiel den Kriecher, du bekommst den Archendrache, du bekommst auch noch den Dornenwurz. Und das für 500 Gil sind auf jeden Fall 3 wichtige Karten, die du auf jeden Fall auch mitnehmen solltest. Ansonsten kannst du hier bei dem Händler dir vielleicht auch noch das ein oder andere Materia noch mitnehmen. Hier können wir gerne nochmal zusammen schauen. Ich hatte hier, meine ich, noch einen Punkt offen, habe den aber hier nicht gekauft. Genau, der Glücksboost, weil ich dachte, vielleicht kommt der irgendwann an einer anderen Stelle nochmal. Ja, dann sollten wir uns jetzt hier auf den Weg machen, auch noch weitere Blut der Königin-Spiele zu absolvieren. Und das erste, was wir machen, das ist gegen 2 Brüder anzutreten. Und da müssen wir gleich 2 Spiele absolvieren, damit wir dann dort die Karte der Oger bekommen. Und hier haben wir in dem Moment die beiden stehen, Volkart und Burkart. Und gegen die beiden müssen wir antreten. Und wenn wir da die beiden Spiele gewonnen haben, dann bekommen wir am Ende auch hier die neue Karte, in dem Fall die Nummer 21, der Oger. Wir machen weiter, wir holen uns eine weitere Karte und zwar wird das die Karte Nummer 96 sein und die bekommen wir hier bei Isabel. Und dafür müssen wir jetzt hier oben im Prinzip nur von dem Hauptplatz oben an diese Kneipe oder was das da ist, an diesen Biergarten, und da bekommen wir hier auch die Möglichkeit, gegen Isabel anzutreten oder gegen Isabella. Und auch hier, wie gesagt, bekommen wir dann eine weitere Karte, wenn wir das Spiel gegen sie natürlich gewonnen haben. Hier in dem Fall Shiva, die Nummer 96. Dann machen wir weiter. Jetzt gibt es eine weitere Karte, die Nummer 24. Und zwar ist das hier unten an diesem Bootssteg. Die bekommen wir von Zogan, wenn wir ihn besiegt haben. Und auch hier zeige ich dir natürlich nochmal im Detail, wo du ihn findest. Er ist ganz hier am Ende, ein bisschen versteckt. Da ist er am Angeln. Er erzählt uns auch nochmal ein bisschen was über seine schöne Angelgeschichten. Und dann müssen wir auch hier einfach nur den Kampf gegen ihn gewinnen. Und dann haben wir auch hier eine weitere super wichtige Karte natürlich in unserem Set. Ja, dann machen wir weiter. Als nächstes holen wir uns hier noch Materia TP Boost. Und das ist auch alles noch hier unten im Bereich der Siedlung. Du siehst hier immer noch, die Hauptaufgabe heißt eigentlich, wir sollen uns Informationen holen. Bedeutet also, wir haben hier eigentlich noch nicht viel wirklich getan rund um die Hauptstory. Aber diese paar Sachen hier, die solltest du erledigen, damit du es einfach von deiner Liste abgearbeitet hast. Hier bekommst du den TP-Boost und den nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Dann folgst du jetzt weiter der Story. Du siehst jetzt hier, gibt es die Hauptmission, einen Moment in Ruhe. Und jetzt gehst du einfach nur hier den Gang entlang. Hier sehen wir das Ganze auch nochmal auf der Karte. Und jetzt biegst du hier aber erstmal rechts ab und gehst zu Barrett. Klopfst kurz an, denn jetzt können wir hier so ein paar Gespräche führen, damit wir natürlich auch noch unsere Beziehungen zu unseren Kollegen, zu unseren Freunden, zu unserer Mannschaft noch ein bisschen verbessern. Und hier in dem Gespräch mit Barrett solltest du einfach nur darauf achten, dass du natürlich hier auch die richtige Option wählst. Und hier geht es darum, dass sie sicher ein Autogramm von Barrett wollte. Das solltest du auswählen. Er freut sich dann wie ein Keks darüber, dass jemand ein Autogramm von ihm möchte. Und ja, möchte am liebsten noch unser Schwert signieren. Und dann gehst du aus dem Raum anschließend raus und dann geht es hier Richtung Eris. Und mit ihr musst du jetzt auch noch ein Gespräch führen. Du musst aber auch aufpassen, bei ihr im Raum ist noch eine Truhe, die kannst du eigentlich nicht übersehen. Zeig dir trotzdem gleich im Detail, wo du die findest. Und hier, ja, da solltest du die Gesprächsoption wählen, wo sie dir eine Blume auf oder beziehungsweise Cloud eine Blume aufgezwungen hat. Ja, das Ganze passiert hier in der Jugendherberge an diesem Punkt. Und da findest du in ihrem Raum auch die Kaiserinnenwache. Eine weitere Waffe mit einem weiteren Slot für Materia, um das Ganze einzusetzen. Wir schauen uns das Ganze natürlich auch hier nochmal ganz kurz an, gehen in die Ausrüstung hinein, gehen runter zu Eris und sehen dann hier auch nochmal in der Liste die Kaiserinnenwache. Und das ist halt super wichtig, dass du das nicht vergisst. Dann gehen wir hier als nächstes zu Red. Auch mit ihm sollten wir ein Gespräch führen. Das wird relativ knapp werden. Das ist nicht wahnsinnig lang. Aber auch hier können wir natürlich dafür sorgen, dass unsere Beziehung zu ihm ein bisschen besser wird. Er erzählt uns jetzt hier, dass er seinen Geruchssinn scheinbar verloren hat. Und ja, wir müssen entsprechend darauf reagieren.
und sagen hier einfach nur, mach dir nichts draus. Das führt zumindest dazu, dass wir hier ein bisschen scheinbar die Beziehung verbessern. Zumindest verändert sie sich, aber es scheint nicht im negativen Sinne. Ja, als nächstes folgen wir dann einfach weiter dem Weg, gehen dann anschließend die Treppe nach oben und treffen da natürlich auch nochmal auf Tifa. Auch mit ihr führen wir ein Gespräch und da ist es wohl mehr oder weniger egal, was man wählt, aber ich würde hier einfach der Sohn des Krämers wählen. Alles andere, ja, da oben hätte nur Augen für sie so ungefähr. Es wäre ein bisschen schleimig und du siehst hier, es hat auf jeden Fall die Verbundenheit ein bisschen vertieft. Als nächstes bleiben wir dann hier oben. Bevor wir uns schlafen legen, haben wir nämlich die Möglichkeit, in der Jugendherberge uns hier nochmal weiteres Materia mitzunehmen. Und hier hinten an dem Kamin, da befindet sich hier unten auch in der Ecke das grüne Materia, hier in dem Fall Gewitter. Ja, das war's soweit jetzt erstmal. Du folgst dann weiter der Story an der Stelle. Auch wenn das jetzt vielleicht ganze 2 Minuten so der Fall ist. Danach bist du hier vor der Jugendherberge und was du auf keinen Fall machen darfst, du darfst nicht runter zu Priscilla an den Bootssteg gehen, sondern nachdem du hier die Jugendherberge bzw. die Unterkunft verlassen hast, haben sich nämlich jetzt hier noch zusätzliche Sidequest-Möglichkeiten aufgetan. Du hast jetzt hier an der Stelle zum einen direkt hier vor der Herberge natürlich mit Rhonda gesprochen. Sie gibt dir auf jeden Fall schon mal eine Sidequest. Dann gibt es hier oben auch noch direkt das schwarze Brett, beziehungsweise ja hier diese Auftragsnummer, dieses Board. Und hier kannst du dir natürlich dann auch noch weitere Dinge mitnehmen. Ausweg aus der Misere, das haben wir ja schon abgeschlossen. Fürsorge haben wir jetzt von Rhonda zuvor bekommen. Und jetzt gibt es hier zum Beispiel auch noch die Sidequest Froschparty. Nimm das ruhig alles an, auch wenn du das jetzt nicht alles direkt auf einmal so abschließen kannst. Und du folgst jetzt erstmal Rhonda soweit auf ihre Mission. Und da musst du jetzt hier, beziehungsweise der Scholle, das ist der Hund von Rhonda, dem folgst du die ganze Zeit. Du kommst dann automatisch oben am Krähennest an. Das ist auch ein weiterer Spot, ein weiteres Dorf in der Junon-Region. Und du erhältst hier als Belohnung das Handbuch zu den Schusswaffen Band 1. Und wie gesagt, das ist alles im Rahmen der Sidequest rund um Rhonda. Und du kommst hier oben am Krähennest an. Du lernst dann hier gleichzeitig auch noch Tobi kennen. Und Tobi ist dann sozusagen auch schon der nächste Questgeber. Also von daher, ich habe versucht, das alles so ineinander ja, greifen zu lassen, dass es natürlich irgendwo Sinn ergibt, wie du dann die Wege machst. Auch wenn du vielleicht hier oben schon mal warst, als du den Regionsfortschritt abgeschlossen hast. Aber jetzt kommst du halt auch wirklich überall hin und hast hier den Auftrag Fürsorge ganz schnell abgeschlossen. Du musst dich jetzt wirklich nur noch um diese Dinge kümmern, musst hier keine Türme mehr freilegen oder sonstige Sachen. Ja, und wie gesagt, hier oben, da ist das Krähennest, das ist die Region, dass du es auf der Karte hier nochmal gesehen hast. Und hier folgen wir jetzt erstmal Tobi. Er erzählt uns jetzt ein bisschen was, das ist aber eigentlich erstmal für uns gar nicht weiter wichtig. Und dann kannst du ihn hier an der Stelle hier oben gleich antreffen, beziehungsweise mit ihm dann ausmachen, dass du ihm auf sein oder bei seinem Vorhaben haben rund um die Sidequest, dass du ihm dabei hilfst. Falls er irgendwie hier nicht bei dir an der Stelle sein sollte oder so, hier gibt es auch nochmal ein Mission Board, da kannst du gerne natürlich auch diese ganzen Sidequests aktivieren. Und auch hier nehmen wir natürlich den Auftrag von Tobi an, auch wenn wir den erst in ja, späteren Zügen hier im Guide dann wirklich fertig machen. Denn als erstes gehen wir jetzt im Krähennest mal hin und ja, machen uns hier diese ganzen Games rund um die Blut der Königin-Spiele, die machen wir uns jetzt erstmal hier zu eigen, beziehungsweise die schließen wir erstmal ab. Da haben wir hier Misari, wir haben da oben Jacob oder wie er hieß und hier haben wir noch Cameron und all die Dinge, die schließen wir jetzt erstmal ab. Und wir fangen hier oben an, nicht bei Jacob, sondern bei Neil, so hieß er. Und ja, da gehen wir jetzt erstmal hin. Da musst du natürlich dann auch wieder im Kartenspiel gewinnen und du bekommst als Belohnung hier die Karte 30 Brandgardist. Als nächstes gehen wir dann direkt hier von Neil hoch zu Misari. Auch da absolvieren wir das Spiel und wir erhalten von ihr als Belohnung die Karte Nummer 27, den Gedankenschinder. Als nächstes gehen wir dann natürlich auch noch zu Cameron, so wie wir das schon erwähnt haben. Auch hier besiegen wir ihn und haben hier mit 27 zu 0 vom Tisch gefegt und bekommen hier Midgardsum.
Da wir als nächstes hier natürlich auch noch die Möglichkeit haben, weitere Sidequests freizuschalten, bietet sich es jetzt hier an, innerhalb vom Krähennest, du siehst es hier nochmal im Detail, wirklich auch auf der großen Map, dass wir dort nochmal ans schwarze Brett gehen, dort nochmal an das Mission Board und auch hier natürlich das ein oder andere freischalten, was wir eventuell noch nicht freigeschaltet haben oder aktiviert haben. Also aktiviere immer alle Sidequests, sofern das natürlich geht. Manche aktivieren sich auch erst im späteren Verlauf, so wie wir das natürlich schon in der Graslandregion hatten. Aber hier der Traum vom freien Himmel. Und so solltest du dann einen Haufen von den Sidequests natürlich auch in der Gesamtübersicht zu finden haben. Und das Ganze sollte dir bei dir dann etwa so hier aussehen. Du siehst, verschiedene Dinge sind angefangen, ein paar Dinge sind schon abgeschlossen. Und so sollten wir auf jeden Fall jetzt hier an der Stelle auch weitermachen. Und das bedeutet, wir gehen jetzt hier erstmal an den Verkaufsautomaten, den wir hier oben auch im Krähennest noch finden können. Auch hier habe ich das Ganze einfach nochmal komplett über die Map gezeigt. Ich weiß nicht, kann manchmal sein, dass Leute dann vielleicht nur hier an dem Punkt im Video reinspringen. Und wenn ich dann nur die Regionskarte habe und nicht so diese kleine Weltkarte, dann sieht man es vielleicht ein bisschen schlechter. Also wie gesagt, wir gehen jetzt hier einfach mal zu dem Verkaufsautomaten im Krähennest. Und hier gibt es nämlich auch noch ein weiteres Kartenset. Und das wollen wir uns auf jeden Fall natürlich mitnehmen. Das Blut der Königin Booster Set Straßenrowdies. Da bekommen wir auch nochmal 4 weitere Karten und das ist natürlich super wichtig, dass wir die auch alle mitnehmen. Ja, dann machen wir uns jetzt hier auf den Weg zu dem Klavier hier oben. Und hier gibt es erstmal ein Notenblatt, also hier gibt es erstmal ein Lied, damit wir natürlich auch überhaupt das Klavier spielen können. Und das steht ja auch im Zusammenhang mit einer Trophy, wenn wir alle Klavierstücke auch auf dem Rang A gespielt haben. Und ja, wir nehmen uns jetzt hier einfach mal vor, wir gehen das erste Klavierspiel mal an. Keine Panik, ich lasse das nicht komplett drin, denn auch bei mir waren da ein paar Fehlversuche dabei. Aber du siehst zumindest jetzt mal in etwa, wo ich hier von den Punkten her gelandet bin. Und damit hat das Ganze hier für den A-Rang gereicht. Und ja, war denke ich mal, eine ganz gute Geschichte. Also hat geklappt. Und dann müssen wir hier als nächstes im Prinzip nur noch mit dem Herrn reden, der hier neben dem Klavier schon steht. Und durch ihn bekommen wir dann auch wieder eine Belohnung. Und wir bekommen jedes Mal dann eine Belohnung, wenn wir den A-Rang auch geschafft haben. Und wenn wir halt bei allen Notenstücken, die wir finden können, den A-Rang gepackt haben, dann bekommen wir dafür separat auch nochmal eine Trophy. Hier jetzt für On Our Way, das Ganze auf A-Rang, bekommen wir hier Materia TP Boost. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann machen wir jetzt weiter. Wir gehen jetzt hier der Traum vom freien Himmel, die Sidequest abschließen. Beziehungsweise, naja, wir fangen sie jetzt erstmal hier an der Stelle an. Aber sowohl Anfang und Ende sind jeweils hier an dem Punkt. Wir haben uns jetzt hier den Auftrag geholt. Du kommst dann ganz automatisch hier an so einen Punkt, an dem du wählen musst. Möchtest du Pflanzen mitnehmen, etwas von dem besiegten Monster oder nimmst du das Rindfleisch mit? Und da empfehle ich dir auf jeden Fall, nimm das Rindfleisch mit. Bei den anderen Sachen habe ich jetzt nicht ausprobiert. Mit dem Rindfleisch hat es geklappt, denn das brauchen wir, um den Greif natürlich anzulocken. Wir gehen jetzt dahin, wo wir die Sidequest begonnen haben und hier können wir dann den Kondor auch anlocken mit dem Fleisch. Und als Belohnung bekommen wir hier ein exzellentes Kondorfoto. Es kann natürlich sein, dass das vielleicht ein bisschen anders ausgesehen hätte, je nachdem, welchen Kram wir denn da hingelegt hätten. Also von daher mit dem Rindfleisch ist es das beste Ergebnis gewesen und damit haben wir die Sidequest auch abgeschlossen. Das Ganze in der Übersicht hier einfach nur mal als kurzer Zwischenstand sollte dann so aussehen und wir machen uns als nächstes hier auf den Weg und wollen den Leuchtturm am Kap aufsuchen. Das ist auch eine weitere Sidequest und hier, ja, hier begegnet uns wieder Kiri, die Alleskönnerin und auch das schließen wir ab, ist relativ easy zu machen, muss im Endeffekt ein paar Gegner halt wieder besiegen und du bekommst hier die Alleskönner Cappy und Alleskönner Lätzchen für deinen Chocobo. Das ist natürlich sehr gut, dass wir da auch nochmal 2 Teile bekommen und das hat sich dann auf jeden Fall auch gelohnt, damit wir natürlich auch diese Sidequest hier erfolgreich abschließen. Außerdem bekommen wir natürlich immer Erfahrungspunkte, siehst du auch hier, und die Verbundenheit zu Red
hat sich auch verbessert. Von hier aus gehen wir dann direkt hin und schließen die letzte Sidequest ab, die wir jetzt noch zu machen haben. Und du siehst jetzt hier in dem Komplettüberblick hier nochmal den regionalen Analysefortschritt. Wir haben hier alles soweit abgeschlossen und jetzt gehen wir hier hin und gehen auch wirklich diese letzte Sidequest an, die Froschparty. Und die ist mega lustig, denn hier, das hatten wir ja bereits, werden wir dann zum Frosch. Und hier gibt es dann erstmal einen kleinen Kampf und danach gibt es hier dieses Minigame. Und das musst du 1 Minute 20 durchhalten hier oben. Und das kann doch echt eine Herausforderung sein. Aber du siehst dann hier am Ende, das wird halt immer schneller, die Plattform wird kleiner. Und das war wirklich sehr, sehr knapp hier. 1:21:48 habe ich gebraucht. Und du bekommst dafür bis zu 3 Froschringe. Und die solltest du auf jeden Fall natürlich auch mitnehmen. Du siehst es hier nochmal in der Übersicht. Das alles haben wir mitgenommen. Und damit haben wir auch hier nochmal den Überblick. Wir haben jetzt alle Sidequests abgeschlossen. Und bevor wir jetzt weitermachen und folgen der Story Piss Killers Plan, gehen wir jetzt erstmal hin und nehmen uns noch 3 wichtige Sammelobjekte mit, die wir so einfach in der Open World, also jetzt hier in der Junon-Region, finden können. Als erstes bewegen wir uns hier an diesen Krater hier unten an der Küste. Das ist im Prinzip an dem Anfangsgebiet, wo wir ganz am Anfang schon mal unterwegs waren. Hier befindet sich auch noch ein weiteres Sammelobjekt. In dem Moment ist das jetzt hier Materia und zwar ist das Materialismus auf Stufe 1. Das nehmen wir natürlich auch mit. Dann gibt es hier noch einen kleinen Schatz und innerhalb von diesem Schatz gibt es dann auch noch das Emblem der Erlösung. Und hier, da gibt es 3 Kisten. Ich zeige dir, wo die ersten beiden sind. Die sind auch schon offen, die habe ich schon geplündert. Und die letzte Kiste, hier ist die Kiste Nummer 1. Und die letzte Kiste, darin befindet sich das Emblem der Erlösung. Ja, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht wieder runterfallen. Klettern dann hier anschließend nach oben. Und manchmal kann man das halt relativ schnell übersehen. Und ich wollte jetzt einfach hier in dem Moment den kompletten Schatz zeigen, sodass du den siehst. Hier haben wir die 2. von 3 Kisten. Auch die ist schon geplündert. Da war, glaube ich, nur eine Granate drin. Und danach gehen wir nicht wieder runter, Cloud, sondern wir gehen hier um die Ecke. Und hier hinten, da befindet sich die 3. Kiste und darin finden wir dann auch das Emblem der Erlösung. Auch das schauen wir uns natürlich nochmal ganz kurz an im Inventar. Dafür müssen wir natürlich hier im Bereich Ausrüstung in den Bereich, ne, warte mal, wo sind wir jetzt hier zu Hause? Doch, da ist es, genau, Emblem der Erlösung. Da haben wir das Ganze, auch das natürlich super wichtig. Als letztes nehmen wir uns dann ein PlayArts Action Modell mit. Auch das sollten wir natürlich hier nicht vergessen. Und hier solltest du an diesen Punkt nochmal zurückkehren. Du kannst hier natürlich ein paar Schnellreisepunkte wählen im Bereich dessen, wo du halt diese Point of Interest schon freigelegt hast. Das ist halt das Gute, wenn du das im Vorfeld immer machst, dann hast du die ganzen Schnellreisepunkte halt frei. Auch hier müssen wir erstmal wieder die Spur aufnehmen mit unserem Chocobo und anschließend, ja, graben wir hier hinten nur noch an der richtigen Stelle. Das war scheinbar 3 mm daneben, aber hier haben wir das Ganze nochmal korrigiert und bekommen hier das PlayArts Action Modell für den Auslöscher. Auch das schauen wir uns nochmal kurz an. Das müsste hier bei Gegenständen im Bereich Schlüsselgegenstände sein. Genau da unten, da haben wir den Auslöscher. Auch das nehmen wir natürlich mit und damit sind wir jetzt durch. Und damit kannst du jetzt der Hauptquest weiter folgen. Du solltest alles eingesammelt haben. Du kannst dir natürlich hier an der Stelle gerne nochmal ein manuelles Savegame vorher hinterlegen, bevor du wirklich hier an diesem Punkt mit Pisskiller nochmal sprichst. Und im Verlauf der Story kommst du dann ganz automatisch hier an diesen Punkt, in dem du den Umkleideraum betrittst. Und hier solltest du die Augen offen halten, denn hier gibt es auch noch eine weitere Truhe und da gibt es auch noch ein weiteres Sammelobjekt. Keine Angst, Cloud geht jetzt nicht hier in die Umkleide, wo die 2 Mädels schon drin sind, sondern er nimmt sich natürlich gleich die eigene Umkleide und muss natürlich davor, muss er erstmal den Koffer holen, beziehungsweise ja, die Kiste, in der natürlich die Sachen drin sind. Und da hinten um die Ecke, hinter den Spinden, da befindet sich noch eine Truhe und da gibt es nämlich noch eine weitere Weste und die sollst du auf keinen Fall halt vergessen. Die Überlebensweste hier, nimm die auf jeden Fall mit. Ja, im weiteren Verlauf bist du dann undercover unterwegs und du kommst dann hier an den Punkt, an dem du an diesem ja ganz großen Gelände hier bist und die Hauptstory heißt die 7. Infanterie und die musst du jetzt zusammenstellen. Du musst 10 Einheiten finden. Und an der Stelle solltest du auch wirklich alle 10 Einheiten hier mitnehmen, denn dafür bekommst du nämlich nochmal eine
weitere Trophäe. Und von daher ist es halt einfach super wichtig. Wir haben hier nochmal auf der Karte geguckt, wo wir uns befinden. Wir gehen die jetzt alle komplett am Stück durch, denn die Wege, beziehungsweise die sind relativ nah beieinander, nur es ist manchmal schnell zu übersehen. Hier haben wir den ersten Trupp, den wir mitnehmen. Und von hier aus gehen wir dann wieder zurück auf die andere Straßenseite, dort, wo wir im Prinzip gerade eben schon mal gestartet sind. Und da gibt es dann noch ein kleines Geschäft, in dem sich hier so ein paar von den Infanteristen ein paar Waffen angucken oder was das ist. Waffengeschäft ist es, glaube ich. Genau. Und hier, da die zwei, die nehmen wir natürlich auch noch mit. Die vermehren sich dann scheinbar irgendwie im Hintergrund, weil nach und nach laufen dann immer mehr draußen als Trupp rum. Und das sieht dann ganz lustig aus, wenn die dich auch begrüßen. Als nächstes gibt es hier das dritte Team. Da müssen wir jetzt hier noch ein Foto machen. Und da ist ein bisschen die Besonderheit, dass wenn du hier das Foto gemacht hast, dass du das dann auch noch zusätzlich, du bekommst zusätzlich hier noch ein Sammelobjekt. Und hier musst du einfach nur schauen, mach die 100%, kriegst sie alle vor die Linse. Und dann bekommst du hier als Belohnung anschließend auch noch, ja wie gesagt, ein weiteres Collectible, was du so mitnehmen kannst. Ist auf jeden Fall ganz cool. Hier, Fototafel von Rufus. Ja, das wollten wir natürlich auf jeden Fall schon immer haben. Und von daher nehmen wir natürlich gerne mit. Und da haben wir auch weitere vier, die sich unserer Infanterie angeschlossen haben. Als nächstes gehen wir dann hier in das Gebäude hinein, also in diesen großen, ja, in diesen großen Marktbereich. Und ich mag ja diese Undercover-Stories bzw. diese Missionen immer wahnsinnig. Das ist richtig cool. Und hier hinten, da sehen wir zwei. Die sehen natürlich erstmal nicht aus wie so die typischen Infanteristen jetzt hier, die wir brauchen für unser Vorhaben. Sondern die sahen ein bisschen anders aus. Aber das ist auch mega lustig, wenn du hier unten in die Bar gehst. Ich habe das jetzt hier gecuttet, damit ich natürlich dann nicht vorab oder vorweg irgendwie was Spoiler oder sowas. Aber das ist auf jeden Fall mega funny, was da unten passiert. Ja, und damit haben wir schon vier Einheiten. Und schau mal hier draußen, da geht schon ordentlich was ab, wenn die da alle stehen. Das ist echt lustig gemacht. Und als nächstes gehen wir hier in das Geschäft, in dem wir auch Materia kaufen könnten beispielsweise. Und hier gibt es auch noch einen weiteren Trupp, auch nochmal vier Leute, die wir dann natürlich gerne mitnehmen. Auch die schließen sich uns gerne an. Wir haben sie vollends überzeugen können für unser Vorhaben. Und dann haben wir hier auch schon die Hälfte inzwischen finden können. Ja, sehr gut. Dann hier, schau mal, wie viel das geworden sind. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, als nächstes gehen wir hier nebenan in den nächsten Laden zu Folius oder wie der sich nennt hier. Und zwar Einkaufszentrum Erdgeschoss ist das. Und wir müssen hier aber in den zweiten Stock, also Ebene 2 zumindest heißt es hier. Und hier gibt es dann die nächsten, die wir da rekrutieren können. Und auch das machen wir natürlich, nehmen die noch mit und haben dadurch jetzt schon 6 von 10. Wie gesagt, ist alles super wichtig für die Trophäe natürlich, dass wir das mitnehmen. Und jetzt hier 10-mal die Map aufrufen und dann sieht man das sowieso nicht. Und vor allem mit den Ebenen ist ein bisschen schwierig. Habe ich mir gedacht, wir lassen das alles komplett einmal drin. Ja, wir gehen hier in das nächste Geschäft hinein. Sind jetzt hier in der Kaserne Süd. Und hier gehen wir auch wieder einen Stockwerk nach oben. Hier in den Versammlungsraum. Und da bekommen wir hier auch nochmal eine ganze Menge. Hier gibt es ein kleines TV-Interview, ist auch noch ganz lustig. Auch das habe ich wieder ein bisschen geschnitten. Und dann haben wir aber hier die Leute mit bei uns. Und wie die immer abmarschieren, das sieht einfach nur mega lustig aus. Ja, als nächstes gehen wir dann noch ein Stockwerk weiter nach oben. Und das finde ich auch so krass, dass hier wirklich jede Ebene nochmal ihre eigene Bezeichnung hat. Jetzt sind wir nämlich hier im Konferenzraum. Und hier hinten gibt es auch noch mal ein paar. Auch die nehmen wir natürlich mit. Auch die schließen sich uns gerne an. Und ja, damit sind wir schon auf der Zielgeraden. Wir haben jetzt schon 8 von 10. Noch 2 fehlen uns. Und jetzt gehen wir erstmal wieder hier aus dem Gebäude heraus. Wir müssen in ein anderes Gebäude hinein. Und können uns dann den Trupp Nummer 9 holen. Und hier, guck mal die Menge. Das ist schon echt der Wahnsinn. Und hier oben, hier gehen wir die Treppe hoch. Hier oben gibt es dann so eine Lounge, beziehungsweise, ja, weiß gar nicht, hier spielt irgendwie eine Band. Und da können wir dann auch nochmal 4 weitere mit in unser Team holen. Das machen wir natürlich an der Stelle. Und auch da ein kurzer Cut einfach. Und da marschieren sie schon ab. Und im Gänsemarsch geht es dann zu unserem großen Trupp, der da draußen irgendwo schon rumläuft. Ja, als letztes müssen wir dann in das Gebäude rechts von uns, also wir gehen jetzt hier erstmal wieder die Treppe nach unten, biegen hier gleich rechts ab, da hinten in den Eingang und da müssen wir in den Keller
wo die großen Pläne scheinbar irgendwie geschmiedet werden. Zumindest sieht das Ganze so aus. Hier in der Zweigstelle Süd-Junon und hier haben wir das Lager und da können wir auch nochmal ein paar mitnehmen. Und das alles nur, weil wir einen Helm haben mit roten Streifen. Dafür bekommst du die Company halt, dass du jetzt alle 10 Teams im Prinzip in deine Company mit aufgenommen hast. Anschließend gehst du jetzt hier zur Oberkommandeurin oder Oberkommandantin oder wie sie heißt, Kommandantin. Und hier musst du dir jetzt für die nächste Trophäe erstmal das Team auf eine ganz besondere Art und Weise zusammenstellen. Denn wir wollen ja an der Parade teilnehmen und wenn wir bei der Parade 100.000 Likes bekommen, dann bekommen wir natürlich auch entsprechende weitere Trophäe. Das bedeutet, wir sollten hier auf jeden Fall entweder im Vorfeld nochmal gespeichert haben. Das würde ich dir sowieso empfehlen. Mach einfach einen Speicherslot, den du immer mal wieder so als Backup nutzt, damit du natürlich auch hier ein bisschen ausprobieren kannst. Und jetzt sollten wir hier die Paradenformation anpassen, sodass wir überall den Schwierigkeitsgrad auf 3 bekommen. Denn dadurch haben wir dann zwar ein bisschen mehr zu tun jetzt gleich, aber wir können auch mehr Likes abfarmen. Und das Ding ist auch, dass uns der ein oder andere Fehltritt natürlich dann auch ein bisschen mehr vielleicht sogar verziehen wird, weil wir natürlich in Summe viel mehr Aktionen haben, die damit reinspielen. Und da geht es ein bisschen auch auf Combo und so weiter. Du siehst jetzt hier in unser Team, wir müssen es so aufstellen, wir haben 2 Grenadiere, dann haben wir den Brandgardisten, dann haben wir Sturmgardisten und noch einen Sturmgardist. So sollte dein Team aufgebaut sein. Und damit hast du oben 3-mal den Schwierigkeitsgrad 3. Und das ist halt wirklich die höchste Stufe. Dann kannst du das Ganze vielleicht auch nochmal üben, wenn du Bock hast. Aber ansonsten würde ich dir einfach empfehlen, start direkt rein. Ich habe das jetzt hier nicht komplett drin gelassen. Ich habe das ein bisschen geschnitten. Falls du merkst, dass es irgendwie überhaupt nicht funktioniert, dann kannst du hier auch über Optionen das Ganze nochmal neu starten. Das funktioniert auch. Mach dir da nicht zu viele Gedanken. Und ansonsten musst du natürlich hier versuchen, in diesen 3 Wellen so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Du siehst hier, ich habe 35 mal fantastisch, 2-mal gut, 1-mal schlecht. Und das hat auf jeden Fall dazu gereicht, dass wir am Ende die 101.000 Likes mehr sogar gehabt haben und dafür bekommen wir die Trophy der Stolz Midgars. Herzlichen Glückwunsch, wenn du das an der Stelle auch geschafft hast. Du folgst dann jetzt hier weiter der Story und du kommst dann ganz automatisch hier an den Punkt, ein geeigneter Ort nennt sich das, glaube ich, hier. Und da musst du dann hier die Kiste noch plündern, da bekommst du nämlich auch nochmal das Runenschwert. Und das ist natürlich super wichtig, weil du hier an der Stelle auch 4 von den Materiasteinen einsetzen kannst. Und das solltest du, sofern du natürlich irgendwelche Ausrüstungsgegenstände hast oder auch Waffen, die da mehr zulassen, solltest du das auch immer gleich machen, wo du denkst, okay, da willst du vielleicht einfach nochmal ein bisschen was verbessern, da willst du was entsprechend pushen. Hier habe ich jetzt, ich weiß gar nicht mehr was genommen, den Glücksboost wahrscheinlich. Und dann unten, da waren auch noch die 2 Steine einzusetzen. Auch die natürlich hier für die Waffenfertigkeiten. Auch das nehmen wir natürlich mit. Und dann haben wir auch einen weiteren wichtigen Punkt. Als nächstes kommst du dann ganz automatisch im Verlauf der Story hier an diesem Punkt an. Und mehr von der Map kann ich dir nicht zeigen. Ich kann dir die andere eben nochmal zeigen, wo wir aus dem Bereich der Kantine kamen. Wir sind jetzt hier auf dem Weg ins Arsenal, kommen hier quasi die Treppe herunter. Und hier gibt es eine weitere Truhe und auch in der versteckt sich was. Und zwar ist das der Seelenohrring und den sollten wir natürlich auch auf jeden Fall mitnehmen. Das ist auch auf jeden Fall ein ganz gutes Item, was wir da gebrauchen können. Das haben wir dann mitgenommen, passt auf jeden Fall. Und wir schauen hier nochmal Seelenohrring, wir haben schon 3-mal belebten Kampf, 1-mal automatisch wieder. Das ist natürlich schon mega nice. Dann gibt es am Ende einen Bossfight, da bekommst du noch hier diesen Schlüsselanhänger. Und nachdem du den Schlüsselanhänger hier bekommen hast, beziehungsweise parallel dazu, bekommst du auch noch ein weiteres Item. Es ist aber nichts zum Ausrüsten, sondern es ist in dem Fall, ist ein Accessoire, ist ein Schlüsselgegenstand und zwar hier den diesen Stamp-Plüschtier. Ist auf jeden Fall ganz cool. Damit sind wir im Guide durch. Wenn du wissen möchtest, wie es im nächsten Kapitel weitergeht, dann folg doch gerne hier der Playlist. Und ansonsten lass auch gerne ein Like da, würde mich mega freuen. Und hau rein und mach's gut.